Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Müller, das Wichtigste in Ihrem Beitrag war mir, dass Sie noch einmal darauf hingewiesen haben, dass es uns doch allen daran gelegen sein muss, Freude am Sport zu wecken, Freude an der Bewegung, weil wir in der Tat eine Herausforderung haben. Viele Kinder erfahren das nicht mehr, haben auch motorische Schwierigkeiten, und deswegen müssen wir von der Kita an über die Schule breit dafür werben und Kinder zum Sport und zur Bewegung führen. Aber worum es jetzt nicht gehen kann, ist, dass sich das Schulministerium eine Siegerurkunde verdient für das Auszählen von Bundesjugendspielen, sondern das liegt in der Tat in der Entscheidung ja auch der Schulkonferenzen, wo sie das einbetten, wie sie das machen. Und Nordrhein-Westfalen, es besteht auch kein Grund zu glauben, dass die Bundesjugendspiele gefährdet seien. Nein, ganz im Gegenteil. Nordrhein-Westfalen unterstützt den jährlichen Aufruf des Kuratoriums zur Durchführung von Bundesjugendspielen. Es gibt verbindliche Rahmenvorgaben für den Schulsport, gerade die auf die Bedeutung auch von Schulsportwettkämpfen hinweisen. Und in den Lehrplänen aller Schulformen, das werden Sie auch wissen, wird hingewiesen auf die pädagogischen Möglichkeiten und den individuellen Wert von Schulsportwettkämpfen. Aber dazu gehört natürlich auch, dass bei der Durchführung von Bundesjugendspielen und wie bei allen sportlichen Veranstaltungen, dass Kinder und Jugendliche nicht vorgeführt werden, dass Fair Play eingeübt wird und dass es eingebettet ist eben in ein pädagogisches Konzept. Wenn sich Schulen heute dafür entscheiden, andere Formen von Sportfesten durchzuführen, mit Mannschaftswettkämpfen, mit anderen Sportangeboten, dann ist das auch ein wichtiges Beispiel. Und es sind eben nicht nur die Bundesjugendspiele, sondern die vielfältigen Aktivitäten, auf die wir verweisen können und wo die Schulen entscheiden, dieses pädagogische Konzept so anzulegen. Also von daher würde ich mit dem Hinweis auf die Petition, die ja viel mediales viele mediale Aufmerksamkeit erregt hat, auch noch mal darauf hinweisen, dass es ein breit gefächertes Angebot gibt und dass die Schulen dieses pädagogisch so anlegen müssen miteinander. Ich will verweisen auf ein Projekt, was es nicht nur in Paderborn gibt, aber was da eine sehr lange Tradition hat. Und ich glaube, das ist ein guter Ansatz und zielführend. Das sind die Vielseitigkeitssichtungen, die wir in Paderborn seit langer Zeit durchführen und in dem alle Kinder eingeschlossen sind in der dritten Grundschulklasse und wo man dann auch ganz gezielte Hinweise gibt, sowohl für den Bereich der leistungsstarken Sportlerinnen, die dann ganz speziell auch in den Vereinssport noch mal hingewiesen werden, um dann auch zu Spitzensportförderung zu kommen. Für den Breitensportbereich, das sind ca. 60% der Kinder, die dann auch noch mal spezielle Informationsmaterialien für das Angebot der Sportvereine erhalten und auch für die Kinder, wo man sagt, da muss eine Unterstützung her, kompensatorische Sportförderung muss passieren, bekommen die auch individuelle Angebote, um an Vereinssport herangeführt zu werden und vor allen Dingen Spaß und Freude an der Bewegung und am Sport zu entwickeln. Ich glaube, dass wir in dieser Breite und dem gefächerten Angebot, was wir haben, auch in der Kooperation und der starken Unterstützung mit dem Landessportbund, da auf der richtigen Fährte sind. Und ich denke, dass das in den Ausschüssen, im Sportausschuss wie im Schulausschuss, noch mal rausgearbeitet werden kann. Die Bundesjugendspiele sind nicht in Gefahr. Wir haben eine Vielfältigkeit der sportlichen Landschaft. Das Land unterstützt all dieses. Und von daher können wir das gemeinsam als Unterstützung all dieser Bemühungen nehmen. Wenn der Appell dabei herauskommt, dann ist das richtig. Aber wir sollten auch keine falschen Signale setzen. Dankeschön.